Vielleicht ist das auch buggy. Müsste ich mich nochmal informieren dazu. Diesbezüglich müsste ich mich echt nochmal informieren. Morgen kriegen sie auf jeden Fall zwei gute Mahlzeiten noch und dann sollte das doch passen eigentlich. Theoretisch habe ich meinen Soll dann erfüllt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kriegen wir eigentlich in der nächsten Zeit Geld? Nö, an sich nicht, ne? Denn die Kapazität kriege ich nicht erhöht. Nicht unbedingt. Ich muss sogar Strafe zahlen wahrscheinlich. Oha. Oha, sag ich da nur. Ich möchte eigentlich keinen Kredit aufnehmen müssen. Dann sollte ich vielleicht weniger bauen. Dann sollte ich tatsächlich weniger bauen. Ja, ja, ja. Da, 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 da. Na, wir können ja schon mal schauen, welche Subventionen wir als nächstes nehmen dann. Ernährungsforschung, nö. Gefängnisproduktion könnte man machen. Aber das dauert eine ganze Weile noch. Staatliche Sicherheitsklassen könnte man natürlich auch machen. Hundeführer und bewaffnete Wachen, können wir das schon? Zack. Nö, da müssten wir erstmal eine Rüstkammer dazu beordern, also müssen wir doch die Gefängnisproduktion machen. Und dazu brauchen wir eine große Werkstatt. Große Werkstatt. Ja, große Werkstatt. Ich möchte wirklich eine gigantische Werkstatt haben, das ist kein Spaß. Und zwar soll die durchaus so groß werden. So. Moment. Ah, mach mal so. Fundament 7000. Pam, kein Geld mehr. Shit. Okay. Leutchen, baut mal das Fundament, bitte. 1, 2, 3 Türen mal reinsetzen. La 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 la. Bam. Es gibt ja immer noch eine Chance, dass wir die Subvention doch abschließen. Ansonsten müsste ich mir vielleicht auf Englisch meine Erklärung antun. Vielleicht habe ich da ja was missverstanden. Oh, guckt an. Warum ist denn da ein Abfluss nicht vorhanden? Bitte wieder hinsetzen. Den Abfluss. Vielleicht sollte man auch ein schlechtes Mal pro Tag, aber vielleicht ist, das liegt eventuell an der Übersetzung einfach. Vielleicht ist die nicht so gut. Ich weise schon mal die Zellen zu. Die gelten ja eh noch nicht, weil keine Türen und da kommt ja sowieso keiner rein. Sofern ich mir keinen schicken lasse sozusagen. Dann kann ich schon mal schauen, wie viele Gefangene wir theoretisch oder wie viele Zellen wir theoretisch noch für den Zellblock brauchen. Also für die Subvention. Eventuell kann ich ja dann noch das Gebäude einfach erweitern, aber so viel, wir haben eigentlich kein Geld mehr für Gebäudeerweiterung. Dafür bräuchten wir erstmal Gefangene. Erstmal ein paar Gefangene, damit wir ein bisschen Geld machen wieder. Ups. Ah nee, das war falsch. So. Da fehlt noch ein kleines Mäuerchen. What the f... Ach so, okay, wir haben wahnsinnig viel Geld für... Wir haben 56 Zellen. Wir müssen die nur einrichten, dann haben wir die Subvention geschafft. Ich meine, so viel Geld habe ich nicht, aber... Wir haben theoretisch 56 Zellen dann, wenn die eingerichtet sind. Cool. Sehr gut. Super. Spitze. Sehr, sehr, sehr genial. So, die Werkstatt braucht, wie gesagt, oder ich möchte gerne für die Werkstatt auch, einen eigenen Generator haben. Das heißt, wir brauchen da noch ein Fundament. Ein fundamentales Fundament, 9x9. Ist viel zu groß eigentlich für den Generator, egal. Baut mal mir das Fundament da noch dran, bitte. So, jetzt haben wir nur noch 755, das ist spitze. Wir kriegen jetzt natürlich so nach und nach wieder Geld dafür, dass nichts passiert bei uns. Wir haben 28 Zellen, die wir haben können und eine baldige Entlassung. Das heißt,
Wir holen uns mal 5 Knackis dazu, dann machen wir wieder ein bisschen Kohle. Das ist natürlich jetzt ein bisschen langweilig. Wie gesagt, bis heute Abend lasse ich die Subvention laufen. Und danach wird sie gekillt und ich hoffe, wir kommen dann nicht irgendwie. Ah, werden wir wahrscheinlich. Dann kommen wir wahrscheinlich in Bedrängnis. Vielleicht lasse ich sie auch so laufen und sobald wir Kohle haben, schmeiße ich sie raus. Wir haben ja, glaube ich, eine Vorauszahlung bekommen, oder? Nee, haben wir nicht. Dann können wir die einfach canceln heute Abend. Gut, gut. Sehr, sehr gut. Und ich kann so nach und nach Toiletten und so bauen hier. Für die Zellblöcke. Wie viel kostet eine Toilette? 100. Okay. So. Dann können wir mehr Gefangene holen und mit mehr Gefangenen machen wir auch mehr Geld und dann kriegen wir auch den Zellblock fertig und so weiter. Das ist schon ganz in Ordnung so. Lala, und dann können wir so nach und nach die Werkstatt auch tatsächlich so in Angriff nehmen, richtig? Werkstatt. Da müssen wir leider jetzt wieder Mauern ziehen, Spitzenklasse. Hab ich wieder mal verpeilt. Was brauchen wir da? Strom. Nicht genügend Geld verfügbar. Ja, verdammt. Wenigstens kommen morgen Gefangene und wenigstens kriegen wir dann Geld. So, gleich gibt's die dritte gute Mahlzeit. Und danach stellen wir um. Damit die Kosten nicht explodieren. Das zählt ja im Moment auch noch hier in die Kostenplanung mit rein. Ich habe extreme Kosten, glaube ich, fürs Essen. Oder im Vergleich extreme Kosten. Aber heute Abend, so gegen Mitternacht, wird umgestellt auf Mittel und Mittel. Dann sind die Kosten schon nicht mehr so hoch. Oh, 1000. Wie viel kostet so ein Generator? 5000. Oh, auch gut. Das wird dann wohl nichts. Aber wir können ein paar Zellentüren einbauen. Für 200. So. Dann haben wir gleich ein paar mehr Zellen übrig und können mehr als 5 Knackis dazu holen. Im Moment wären es 10. 12 und 13. Sehr gut, wir holen uns auch die ganzen 13. Das gibt nämlich dann 3.900 Euro und unsere tägliche Gewinnspanne erhöht sich auch um ein wenig. Und eigentlich könnten wir so nach und nach auch weiter bauen. Bett kostet 200, Toilette kostet 100 und eine Zellentüre kostet 200. Das heißt, wir haben genau das Geld noch übrig. Zack. Los. Und direkt noch den nächsten Gefangenen beordern. Bauen, 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 bauen. So, jetzt gerade läuft das Essen. Und um Mitternacht wird umgestellt. Eine Stunde reicht hoffentlich fürs Essen. Also dreimal am Tag, eine Stunde, hoffentlich. So. Als nächstes bitte die Toilette, sonst muss da wieder jemand ständig die Tür öffnen. Was ist das denn? Wieso haben wir Gefangene der normalen Sicherheitsstufe? Nein. Okay, wir behandeln erstmal alle gleich. Ich hoffe, die ticken jetzt nicht unbedingt aus. Das ist ja blöd, wahrscheinlich durch irgendwelche Angriffe. Ärgerlich. Niedrige Gefahrenstufe kriegen wir aber. Sehr gut. Hatte ich, ja doch, 14 haben wir bestellt quasi. Und wir haben jetzt wieder 600. Das heißt, wir können schon wieder eine Zelle fertig machen. Und wieder einen weiteren Gefangenen beordern. Sehr schön. Und die Geschwindigkeit können wir auch mal hochdrehen. Ach, das wäre cool. Morgen kriegen wir richtig Kohle dann. 4000 oder so direkt für die Einweisung. Dann können wir uns fast den Generator leisten. Blöd, dass wir jetzt normale Gefahrenstufe auch haben. Wollte ich eigentlich so nicht. Aber ich fürchte mal, das lässt sich teilweise einfach nicht beheben. Was bist du für einer und warum? Ach komm, direkt den ganzen Zellenblock. Einmal bitte halbe Razzia sozusagen. Nur den Zellenblock.
Wenn ihr fertig seid, dann könnt ihr auch direkt den nächsten Zellenblock durchsuchen. Da ist noch gar nicht viel. Und den Zellblock auch durchsuchen. Und da ist auch nichts. Und den letzten. Und dann haben wir's. Drogen, Gift, Alkohol, alles dabei. So, jetzt kriegen ein paar Leutchen Einzelhaft. Ah, Mist, ich wollte echt keine normale Sicherheitsstufe. Die möchte ich immer erst so ganz spät haben. So spät wie möglich, wenn es irgend möglich ist. Warum haben wir denn so ein hohes Einkommen? Ach so, die Exporte, bestimmt die ganzen Bäumchen und so. Eigentlich haben unsere Jungs und Mädels ja gerade nichts zu tun, ne? Plöpp. Reißt mal bitte die Bäume ab hier. Eigentlich können wir hier und hier auch schon mal einen Zaun hinsetzen. Und hier einen Zaun hinsetzen. Und sobald das erledigt ist, können wir diesen großen Zaun entfernen und dann ist das schön im Gebiet mit drin. Perfekt wäre das. Ah ja, stimmt. Wir haben einen. Nee, doch nicht. Keiner mehr in Einzelhaft. Okay. Ach, diese Dunkelheit immer. Ja, da, da, da. So mit 200 Euro auf dem Konto ist schon scheiße, ne? So für so ein Gefängnis. 15, jawohl, 15. Musste gerade nochmal überlegen, ob ich korrekt gerechnet hatte. Normale Sicherheitsstufe, das geht mir so auf den Nerv. Dann brauche ich direkt noch eine Anlage hier oben oder so. Für die normale Sicherheitsstufe. Ich habe die nicht gerne mit bei den niedrigen. Eigentlich habe ich am liebsten so 300, 500 oder bisher so die meisten halt niedrig und dann wirklich nur so einen kleinen Block normal und einen kleinen Block hohe, weil falls ein niedriger sich daneben benimmt und zu hoher wird und halt falls ein normaler sich daneben benimmt und, nee Quatsch, falls ein niedriger sich daneben benimmt und zu normaler wird und falls sich ein normaler daneben benimmt und zu hoher wird, habe ich ganz gerne einfach kleine Anzahlen, aber die liebsten Gefangenen sind mir die Niedrigsicherheitsstufen-Typis, denn die produzieren schön in meiner Werkstatt, die machen selten Ärger. Ja, ganz toll sind natürlich auch noch die Todeskandidaten. Die machen so nix. Die muss man ein paar Tage verköstigen, die brauchen nichts, die brauchen nur die Zelle und man kriegt sehr, sehr viel Geld für die. So, in 9 Minuten werden die 15 Gefangenen eingeliefert, 750 über Exporte, 450 für Einlieferung von Gefangenen und schon steigt auch unser Einkommen über und durch die Gefangenen. Wobei, tatsächlich ist es so, die Subvention, nein, die staatliche Fördergelder und Subvention Gefangene sind 7000, ja doch, sind halbwegs im Plus noch. Also abgesehen von den. Ach, da ist nur ein Bäumchen, ja? Das ist natürlich genial. Muss ich echt sagen. Shit, sowas aber auch. Generator, der sollte da rein. Ja, wir machen mal einen Stromkreis. So in der Art. 1, 2, da kommt dann das hin. Zack. So. So, jetzt haben wir 743. Damit können wir wenigstens eine Zelle wieder ausstaffieren. Oh, eine Toilette da rein. Achso. Die Tür sollte vielleicht den Modus ändern. Normal. Da sind jetzt ein paar Gefangene drin. Wir machen jetzt regelmäßig Gewinn. Das ist schon mal ganz gut. Der Generator ist schon mal aufgebaut. Jo. Hat ja übrigens nicht geklappt, ne? Mit der Subvention. Das heißt, ich muss mal gerade die Zeit stoppen, damit ich das vernünftig hinbekomme. So, es gibt dort Frühstück. Dann wird der Hofgang um eine Stunde vorverlegt. Die Arbeit wird 3 Stunden lang. Und ihr habt da nochmal eine Stunde Freizeit. Oder das Abendessen wird einfach länger. Ich würde mal sagen, das Abendessen wird länger, dafür Mittagessen und morgens halt nur ganz kurz. Ist jetzt natürlich schon vorbei, habe ich verpeilt und das Essen auch noch auf Mittel stellen.
dann ist